Herzlich willkommen, dass du es dir einrichten konntest. Ich habe ja heute Abend ein großes Topspiel noch im DFB-Pokal. Und nein, aber toll, dass du es dir trotzdem einrichten konntest, vorher noch bei uns in Köln vorbeizukommen. Wir haben ja schon mal im Podcast auch sehr über das Thema Kulturwandel gesprochen. Du bist jetzt seit Anfang 2016 bei da der Da konnte dich keiner sehen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist das erste Mal, dass ich hier bin und du ein T-Shirt anhast. Ja, das ist verrückt. Das ist auch die absolute Disruption. Anscheinend hat der Kulturwandel auch bei euch dann endlich Einzug gehalten. Ja, letztes Jahr waren schon Sneaker und jetzt das T-Shirt. Nächstes Jahr vielleicht so halbnackt. Ich fand's ganz groß, das muss ich mal ganz kurz sagen. Es war doch der Spobis dieses Jahr, wo Raphael Brinkert auf der Bühne stand. Und auch wenn Provokation sein Stilmittel ist, aber ich fand es relativ lustig, wie er dann in das große Auditorium sagte, ja, wir machen doch hier Sport und ihr seht alle aus wie Banker. und ich hatte auch einen Anzug an und fühlte mich ertappt, deswegen bin ich jetzt anders. Jetzt auch anders. Kulturwandel. Du bist seit 2016, Anfang 2016 bei der Hertha. Wie weit seid ihr, wie weit bist du schon gekommen? Also wir haben schon ein ganz großes Stück des Weges gegangen oder habt ihr erst angefangen? Wir haben jetzt genau 67,4% der digitalen Transformation erfolgreich abgeschlossen. Ein also bisschen ernsthaft. Du kannst es ja nicht quantifizieren. Also ich glaube, in der Natur der Sache liegt, dass dieser Wandel, in dem wir uns befinden, halt einer ist, der stetig weitergeht. Das ist nicht irgendwann so, dass du einen Prozess abgeschlossen hast, sondern du musst dich eigentlich damit abfinden, dass du irgendwann eine agile Organisation schaffst, die sich stetig weiterentwickelt und heutzutage halt relativ schnell. Wir haben, wie ich finde, an der einen oder anderen Stelle große Sprünge gemacht, das müssen auch andere Leute beurteilen. Ich bin trotzdem immer noch so ungeduldig, dass ich finde, es dauert mir ein bisschen zu lange. Es dauert mir ein bisschen zu lange bei uns, es dauert mir aber auch ein bisschen zu lange in der gesamten Branche. Und ich glaube, wir haben da noch relativ viel zu tun. Was habt ihr für Maßnahmen gemacht? Ich glaube, ihr habt ja zum Beispiel auch einen zweiten Coworking-Space oder ein neues Büro noch angemietet in einem anderen Bezirk, um noch, sag mal, zentraler nach Berlin zu kommen. Kannst du noch mal Einblick in andere Maßnahmen geben? Naja, also ich glaube in erster Linie, wenn wir über Kulturwandel sprechen, und das war ja das, was ich vor 2,5 Jahren dann mal in den Fokus gestellt habe, und ich weiß auch noch relativ genau, wie meine Kollegen mich schräg angeguckt haben, weil sie, glaube ich, gedacht haben, es geht jetzt hier nur darum, ein paar neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da haben wir, das ging nicht anders, mit einem großen Change-Management-Prozess angefangen und haben uns erstmal zu viert in der Geschäftsführung, und ich glaube, das sind auch nicht so viele Clubs, die das von sich sagen können, in der Art Therapie begeben. Ja? Also wir haben eine großartige Frau mit Karin Hilbert, die zu uns gekommen ist, die solche Prozesse leitet, und haben dann erstmal angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten wollen und wie vor allen Dingen auch dann Kulturwandel / Führungswandel stattfinden kann. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Change-Management-Prozess hat dann, weil er bei uns oben anfangen muss, ist ja klar, dass das eine Chefsache ist, hat dann natürlich die ganze Organisation durchzogen. Und da haben wir versucht, so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Das war erstmal geprägt von einer großen Bestandsaufnahme, zu gucken, wer ist überhaupt bereit, diesen Weg mitzugehen. Du kannst es dir übrigens auch nicht leisten, so gerne, und übrigens den Ansatz finde ich auch ganz wichtig zu sagen, so gerne wir unbedingt wollten, dass alle Leute mit auf diesen Weg gehen, kannst du es dir natürlich nicht leisten, dass du Leute dabei hast, die sagen, wir machen das nicht mit und sich querstellen. Ich muss jetzt aber sagen, wir haben da eine relativ fähige Geschäftsstelle mit vielen jungen Leuten, die einfach, da hatte man auch das an einer einen oder anderen Stelle das Gefühl, man hat sie sozusagen unleashed, ja, und dann sind sie losgerannt. Und die Prozesse dort angefangen haben natürlich viele verschiedene Früchte getragen, und dazu gehören natürlich auch die Arbeitswelten. Du hast den Coworking Space angesprochen. Wir fangen jetzt an, die Geschäftsstelle nochmal komplett umzubauen. Ja. Da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Viele softe, aber natürlich auch schwierigere Maßnahmen. Apropos schwierigere, ihr habt ja auch, oder gerade du, glaube ich, persönlich speziell viel
Kritik erfahren, viel Konfrontation bis hin zu Bannern, wo du beschimpft wurdest im Stadion von den Ultra-Fans. Ich fand das extrem bemerkenswert, wie ihr damit umgegangen seid. Und Stichwort, wir haben da zu viert eine Therapiesitzung gemacht, da ist der Michael Breetz direkt beigesprungen nach dem Motto, das ist nicht nur Paul Keuter, das sind wir alle, die so denken. Wie schwer ist es, da nicht auseinanderdividiert zu werden? Anders geht es nicht. Also der Prozess wird nicht erfolgreich sein, wenn wir das nicht alle zusammen machen. So wie ich eben gerade gesagt habe, wenn du da an einen Punkt kommst, wo jemand meint, das nicht mitmachen zu müssen, das ist die größte Gefahr. Übrigens eine viel größere Gefahr als ein Kern von Fans, die dich durchbeleidigen und dir den Tod an den Hals wünschen. Ganz ehrlich, das ist etwas, wo damit musst du halt leben. Das ist dann auch das. Hast du das erwartet, dass das so kommt? Nein, in der Form natürlich nicht, aber um ehrlich zu sein, ich meine das auch wirklich so, wie ich sage, es ist relativ wurscht, ja, weil es am Ende des Tages, wenn du da nicht konsequent weitergehst, dann hast du halt eben, dann hast du keine Chance. Ich sag mal so, das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ja, von einem Laden gekommen zu sein wie Twitter, ja. Der, als ich da angefangen habe, habe ich auch schon oft erzählt, war ich irgendwie tausendster Mitarbeiter oder so, der erste oder ja, der erste außerhalb der USA, der sich um Sport gekümmert hat. Und als ich gegangen bin nach 3 Jahren, waren das 4.500 oder so. Also ein Riesenwachstumsschritt mit einem IPO noch dazwischen etc. In dieser Zeit ist Twitter tatsächlich immer, auch nachdem die Wall Street einen anderen Druck aufgebaut hatte, ist immer flexibel geblieben. Das sind massiv nervige Umstrukturierungen, die fast täglich oder wöchentlich stattfinden. Aber das was ich gelernt habe, war eigentlich früher, je größer eine Organisation wird, desto weniger flexibel ist sie. Und dann heißt es der große Tanker und der lässt sich nicht mehr bewegen. Das war aber bei Twitter nicht der Fall. Wo das aber der Fall war bei Hertha BSC und wir haben eine Geschäftsstelle von 100 Mitarbeitern gehabt. Und das fand ich eher unerwartet als jetzt. Ich habe mir darüber weder vorher noch hinterher große Gedanken gemacht, was jetzt passiert. Also klar ist, wir haben ja auch das, was du gesagt hast, wir haben ja auch den Markenkern von Hertha BSC neu definiert. Ja? Also all diese Sachen, die man auch machen muss. Wir haben gesagt, wir haben uns mal eine DNA verpasst. Wir haben angefangen zu sagen, okay, wofür steht Hertha BSC eigentlich? Und es war keine große Überraschung festzustellen, dass außerhalb Berlin-Brandenburgs von 10 Leuten 10 verschiedene Antworten darüber kamen, wofür Hertha BSC steht, wenn sie überhaupt irgendein Interesse haben. Seid ihr da jetzt schon weiter? Ja, das ist auch Teil des Prozesses. Wir haben einen Wertekanon verabschiedet, wir haben große Grundwerte, an denen wir uns ausrichten, an denen wir unser tägliches Handeln und Arbeiten ausrichten. Das eine ist der Fortschritt, wo wir sagen, in allen Bereichen müssen unsere Mitarbeiter, müssen wir jeden Tag dafür sorgen, auch nach neuen Perspektiven zu gucken und neue Wege zu gehen. Und das andere ist die Vielfalt, da geht es dann eher um Berlin. Spezifisches auch, dass man sagt, wir wollen die Vielfalt unserer Gesellschaft halt eben nicht nur anerkennen, sondern proaktiv beschützen. Und das sind 2 Grundwerte und danach ein Wertekanon, wo es vor allen Dingen darum geht, wie wir miteinander arbeiten wollen. Transparent, Mut zu Fehlern, all das, von dem wir auch immer finden, dass es eine gewisse Startup-Kultur ausmacht. Aber auch eine gewisse Heterogenität. Wir hatten es eben kurz, die Konfrontation oder auch die Kritik von Seiten der Fans. Gilt es dann im Sinne des Heterogenen und jeder darf so, wie er möchte, dass man das dann auch akzeptiert oder ist die Toleranz auch irgendwann zu Ende, wo man sagt, also das lassen wir uns nicht mehr bieten, offene Beschimpfungen oder wirklich Angriffe an dich, wo man sagt, die müssen wir jetzt ausschließen, die haben Stadionverbot, wie geht ihr damit um? Naja, es gibt ganz klare Regeln, die haben wir jetzt nicht großartig verschärft. Ja? Also es gibt ganz klare Dinge, die wir bei uns nicht mehr sehen wollen, die mit unseren Werten nicht vereinbar sind. Diffamierung, da geht es aber weniger um mich. Also geht es um, ich möchte nicht nochmal irgendwelche, wenn es um Sprechchöre geht, können wir es nicht verhindern, wenn es um Banner geht, können wir es sanktionieren. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Beleidigungen an Dietmar Hopp oder Herrn Mateschitz oder sonst irgendjemanden hören. Das ist einfach nicht die DNA von Hertha BSC, das muss man ganz klar sagen. Diese Probleme sind ja aber jetzt auch nicht nur bei uns vorhanden, das muss man auch mal sagen. Dass sich das jetzt bei uns so sehr auf meine Person fokussiert, damit kann ich leben. Ja, also es ist halt, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich möchte mich viel mehr darauf fokussieren, zu sagen,
Wer sind eigentlich die neuen Leute, die wir für uns gewinnen wollen? Wer sind die Gemäßigten, die wir mit auf den Weg nehmen können? Und dann wird es immer ein Gros an Chaoten geben, die kannst du sowieso nicht mitnehmen und auch nicht glücklich stimmen, ganz ehrlich. Das musst du aushalten. Das Problem ist, wenn du vor denen einknickst, dann hast du ein Riesenproblem. Ich finde, das ist auch oft genug passiert in der Liga. Ich persönlich möchte das nicht und mache das auch auf gar keinen Fall. Aber der Dialog mit denen steht immer, wenn das Dialogangebot, wenn wir sagen, das haben sie ja uns jetzt mehrfach aufgekündigt, wenn sie mit uns sprechen wollen, dann bin ich gerne bereit, und zwar auch persönlich, einmal zu viel als zu wenig mit ihnen zu sprechen und den Weg zu erklären. Aber glaubst du, dass man dann auch ein Stück weit der Fans dann einfach auch verliert? Das kalkuliert ihr bewusst ein, dass man vielleicht die Hardcore-Fans verliert, dafür aber andere Sympathisanten gewinnt? Naja, also was willst du denn machen? Wenn du, jetzt reden wir mal über die Neupositionierung, um die es ja auch bei uns ging, des Markenkerns, ja. Also du machst ja alles falsch, wenn du versuchst, jeden Einzelnen mit abzuholen. Wenn du eine Marke neu definierst, dann musst du dich verengen, musst dich klar positionieren, du musst dich absetzen. Wir haben immer gesagt, wir wollen 4 Erfolgsmerkmale, die sind für uns wichtig bei der neuen Kampagne. Das eine ist eine Differenzierung, klar, im Wettbewerb, nicht das, was alle irgendwie mal gemacht haben, das machen ja viele Clubs jetzt auch besser, aber sie mal gemacht haben, dieses typische, mein Stadt, mein Club, meine Leidenschaft, so, das ist, damit lockst du halt niemanden hinterm Ofen hervor. Und wir haben das Problem gehabt, wenn wir uns nach der Bestandsaufnahme angeguckt haben, was im Analogen bei uns passiert, also sprich, wir haben schlimme Saisons gespielt, sind 2-mal abgestiegen, wieder zurückgekommen, wir haben dabei keine Zuschauer verloren. Wir haben richtig gute Saisons gespielt, es ist halt eben auch keiner mehr gekommen, auch als wir in die Euroleague marschiert sind. So, dann hast du im digitalen Bereich eine Bestandsaufnahme von den digitalen Kanälen gemacht und hast festgestellt, ja, das, was wir da angeboten haben, als ich da hingekommen bin, bevor so großartige Leute wie Maurice Sonnefeld zu uns gekommen sind, haben wir festgestellt, das ist nichts Tolles, was wir denen da vorgesetzt haben. Und trotzdem waren die Engagementraten einigermaßen hoch. Das lag vielleicht auch daran, dass die Reichweite nicht so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns darauf fokussieren, neue Leute für uns zu gewinnen. Und dann haben wir natürlich noch die sehr spezifische Herausforderung von Berlin, wo es sowieso darum geht, wir wachsen, unsere Stadt wächst jedes Jahr um 50.000 Einwohner. Es kommen immer mehr Touristen. Es gibt eine große Start-up-Szene, eine große Gründerszene, die Accelerator, die Innovation Hubs, alles, was dazugehört, und die wollen wir abholen und für uns zu gewinnen. Wir haben eine große Variabilität oder Diversität von Subkulturen bei uns in der Stadt. Und die müssen wir alle mit abholen. Also insofern, ich kann mich nicht darauf fokussieren, es nur denen recht zu machen, die jetzt schon seit 100 Jahren da sind. Wenn dann der eine oder andere uns verlässt, und dann übrigens auch noch zu gründen, also das, was du gerade angesprochen hast, wenn es dann richtig Theater gibt und die uns verlassen, weil sie finden, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft nicht beschützen sollten oder so. Also da sind ein paar dabei und das sage ich auch ganz ehrlich, denen bringe ich auch gerne dann ihren Mitgliedsausweis persönlich nach Hause. Ihr wart sehr mutig mit der Neupositionierung, mit We Try, We Fail, We Win. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das... Oder sind das ja immer vor allem Motti oder ein Motto für eine Saison? Was ist jetzt die aktuelle Saison? Oder ist das richtig oder wie ist das angekommen? Jedes Jahr ein neues Motto. Also ist We Try, We Fail, We Win gibt es sozusagen nicht mehr oder war vor ein, zwei Saisons und jetzt kommt ein neues Motto? Ja, also das haben wir so gemacht, wir haben, die Positionierung war klar, wir haben, die Positionierung steht auch immer noch seit 2016, dass wir gesagt haben, wir verstehen uns als Berliner Startup oder als Berlins älteste Startup. Und das ist ja nun mittlerweile 126 Jahre alt. Letztes Jahr haben wir 126 Jahre alt. Und darauf aufbauend haben wir halt eben gesagt, das, was unsere Haltung, ja, es ging ja auch nicht nur um eine kommunikative Kampagne und wir reden über den Kulturwandel, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwann so entstanden für mich in der Betrachtung, dass wir gesagt haben, den ersten Anker, den wir auswerfen in diesem Wandel, ist diese Markenneupositionierung. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, das kann jeder vielleicht machen. Bei uns war es, glaube ich, das Richtige nach wie vor, weil
weil du dann von da aus viel ableiten kannst. Also das hat auch eine gewisse Gefahr gebürgt, weil das war eine Zielpositionierung und keine Ist-Positionierung. Wir waren da noch nicht, wir sind da auch immer noch nicht komplett, ja, zu sagen, wir sind Berlins ältestes Startup und so. Also das hat aber auch einen schönen internen Druck aufgebaut, sich schneller zu verändern, und ich glaube, das war ganz wichtig. Und das war und ist unsere Aufgabe halt eben, das jetzt mit Inhalten zu füllen. Und aber ist es nicht schwierig, dass man sagt, wenn man das gerade so verstanden hat, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, we try, we fail, we win, und dann kommt ja im nächsten Jahr schon wieder mit einem neuen Motto. Also läuft man da nicht Gefahr, dass man diese Intensität, die ihr gerne hättet, dass man die nicht aufbauen kann? Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Also ich finde, wenn du halt eben, wie viel Intensität verspürst du denn noch, wenn du Claims hörst, die du schon seit 100.000 Jahren kennst? Ich finde, wenn sie eine Haltung ausdrücken, wenn jemand was findet und sagt, das ist, ich will das gar nicht verurteilen, und sagt, das ist die Haltung, die dahinter steht, und die haben wir für uns gefunden. Wir hatten die nicht. Wir haben die nicht, und wir haben gesagt, wir wollen unsere Haltung und dem, wie wir uns weiterentwickeln, auch immer wieder ein neues Motto versetzen. Und das passt auch perfekt zu uns. Das ist eine Weiterentwicklung. Es ist Berlin. Es ist eine Stadt, die wirklich, die verändert sich so drastisch und so schnell. Das ist, dann kann sich auch mal, können wir uns auch ruhig mit unseren Motti weiterentwickeln. Außerdem ist es immer, es baut ja aufeinander auf. Also darfst du ja nicht vergessen, we try, we fail, we win hat eine Haltung vermittelt. So, danach kam das, was wir gesagt haben, daraus ist ein Versprechen entstanden für die letzte Saison, die Zukunft gehört Berlin. Auch das transportieren wir weiter. Und im Rahmen dessen ist ein Loblied entstanden, wo wir dann halt eben nochmal wie eine Art Manifest klar machen, wer wir sind und was wir sind. Und aus diesem Loblied haben wir jetzt was entstehen lassen für diese Saison. Was ich auch super finde, und das ist, in Berlin kannst du alles sein, auch Herr Thaner. Und wie distribuiert ihr das? Also das ist vor allem dann von Website bis Social Media, oder macht ihr auch da wirklich eine Kampagne in Berlin? Wie sorgt ihr dafür, dass das an den Fan auch kommt? Klar, also klassische Out-of-Home-Kampagnen sind Teil davon, viel natürlich im digitalen Bereich. Und dann finde ich, und das finde ich tatsächlich aber das Wichtigste, ist auch immer wieder mit Inhalten und Leben zu füllen. In diesem Jahr zum Beispiel, was wir letztes Jahr eigentlich schon gerne gemacht hätten, aber nicht machen konnten, aufgrund dessen, dass wir nach so langer Zeit mal wieder in der Euroleague waren und das ein bisschen schwierig gewesen ist, das zu organisieren. Aber wir werden im Kiez, in unseren Kiezen trainieren. Ja? Wir werden halt eben einfach diesen Schulterschluss mit allen Kiezen in der Stadt versuchen. Wir haben verschiedene kiez-spezifische Spieltage und gehen mit der Mannschaft mehr raus. Das wird alles wichtig sein. Und dann natürlich an der einen oder anderen Stelle Highlight-Kommunikation. Das eine oder andere weiß ich schon, das eine oder andere entsteht halt eben erst im Laufe der Saison. Zwei Dinge, weil die Uhr hier tickt, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Gesellschaftliche Verantwortung. Ist dir, glaube ich, persönlich sehr wichtig. Habt ihr auch Stellung bezogen, beispielsweise mit dieser Take-a-Knee-Aktion gegen Rassismus nach dem Vorbild der NFL. Wie ist das angenommen worden und sind weitere solche Aktionen geplant? Naja, also um deine erste Frage zu beantworten, also du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, also die es gesehen haben, haben es mitbekommen. International ist das unfassbar positiv aufgegriffen worden. An der einen oder anderen Stelle auch bei uns im Stadion, vor allen Dingen bei denen, die dabei waren. Es gab schon gab sehr emotionale Momente. Und dann gab es natürlich die große Kritik. Also wenn die Chefredaktion der Bild-Zeitung sich zum Kommentar hinreißen lässt und der beginnt mit, da sehen wir mal wieder, der Fußball sollte sich aus der Politik raushalten, dann kann ich dem als Grundkritikpunkt nur entgegnen, das halte ich für totalen Mumpitz. Weil ich finde halt eben, wir haben eine große gesellschaftliche Verantwortung und wir sehen das bei Hertha BSC halt gänzlich anders. Sind weitere Aktionen geweiht, es gibt viel, was wir machen, ja, ob wir nun zur Pride Week die Regenbogenflagge hissen oder so, es sind viele einzelne Aktionen, manche, die jährlich passieren, und dann kannst du sowas ja aber auch nicht planen. Fakt ist nur, wir werden uns definitiv auch in Zukunft einmischen, wenn wir das für richtig halten und nicht darauf achten, ob der eine oder andere sich dadurch auf den Schlips getreten fühlt, weil es spiegelt unsere Werte wider. Hat ja der eine oder andere Kritiker ja vorgeworfen, das hat sich dann die Kreativagentur in Hamburg ausgedacht. Darauf will ich jetzt aber gar nicht eingehen. Wie kommuniziert es an die Spieler? Wie plant ihr das? Kommt das dann aus der Mannschaft raus? Nehmt ihr die frühzeitig mit? Wie
klar. Wie macht ihr das? Also in dem Fall, um das mal klar zu sagen, weil das, also in diesem speziellen Fall, da kursiert ja auch viel Schwachsinn. Ja. Wir haben alles, was wir kommunikativ machen, machen wir mit unserer Agentur zusammen und besprechen. Da, also das ist überhaupt gar keine Frage. Und Jung von Matt hat jetzt auch in den letzten Jahren sich ja nun auch das eine oder andere Mal auch unabhängig von uns gesellschaftspolitisch positioniert, was ja auch total in Ordnung ist. So, das funktioniert doch nicht. Das ganze Statement funktioniert doch nicht, wenn du das nicht wirklich lebst, und das kannst du ja nicht irgendwie oktroyieren. Also, ich bin in die Mannschaft, ich habe mit der Mannschaft gesprochen, wir haben uns darüber unterhalten, was da drüben passiert, wie sie das finden. Ich kann nur mal ganz kurz, um den Einblick zu geben, es war ganz interessant. Ich habe dann gesagt, ja, was haltet ihr davon? Wollen wir das machen? Und nehmt euch einfach mal Zeit. Ihr könnt ja mal irgendwie 24 Stunden drüber nachdenken. Nur wenn ihr es machen wollt, dann müssen wir das wissen, weil wir da ein bisschen was vorbereiten müssen. So. Das Ganze hat nicht mal 20 Minuten gedauert. Da kamen Führungsspieler von Peres Gelbrecht, Salomon Kalou, ich weiß nicht, Vedat Ibisevic, wie sie alle hießen, kamen zu mir und haben gesagt, wieso fragst du uns das überhaupt? Ist überhaupt, das ist selbstverständlich, wir wollen das unbedingt machen. Und dann gab es so viele Leute auf der Bank, die das auch unbedingt machen wollten, die gesagt haben, wir wollen auch Teil dessen sein. Also es war etwas, was total verbindendes Element für uns hatte und was übrigens den, ich sag's nochmal, das kann jetzt vielleicht nicht jeder nachempfinden, der nicht da war, aber die im Stadion waren, haben vielleicht auch gemerkt, das war ein ziemlich besonderer Moment, so. Punkt. Und jetzt haben wir das ja nicht zu einer dauerhaften Aktion gemacht, und ich habe auch damit gerechnet, dass der eine oder andere Kritikpunkt an uns herangetragen wird, aber also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie kommen und sagen, ja, zu viel Pathos und was haben wir mit Amerika zu tun oder so, aber ein paar andere Kritikpunkte habe ich halt nicht antizipiert, die haben mich auch gewundert. Aber letztes Thema nochmal: Digitalisierung, digitale Transformation, da geht es ja viel auch um Content, das hatten wir eben oben im Raum 2 auch, wo ein Redner gefordert hat, mehr noch in Content zu investieren, aufwendigeren Content zu machen, sich unabhängiger von Drittmedien wie eine Bild-Zeitung, aber auch von den großen Fernsehsendern zu machen. Wenn man sich auch hier den Blick nach UK oder über den großen Teich, also eine NBA ist da, glaube ich, sehr erfolgreich, aber auch James Corden habe ich zum Beispiel jüngst gesehen mit Manchester United, wo dann irgendwie 3-4 Spieler gegen 100 Kids spielen, also echt clever, echt funky gemacht, haben dann irgendwie weit über 1 Million Views. Ich durfte dich ja jüngst sehen bei Jerks, also auch du bist ja ein großer Schauspieler und bist da in der Celebrity-Welt in Berlin auch gut vernetzt. Wann dürfen wir Christian Ulm bei euch im Content-Mix erwarten oder Fari? Na, ernsthaft, warum ist Fari ist traurigerweise HSV-Fan. Ja, also erstmal muss man dazu sagen, Christian Ulm ist ein komplett mit Leib und Seele Hertha-Fan. Ja, der ist bei jedem Spiel und irgendwann haben sie mich halt gefragt, ob ich da mitmachen kann. Ich abgesehen davon, für mich ist es auch wichtig, ich brauche ein zweites Standbein. Wie du ja schon richtig gesagt hast, gibt es ja viel Gegenwind. Nein, aber das hat ganz viel Spaß gemacht. Und meine persönliche Anmerkung dazu, es ist zwar nichts für schwache Nerven, aber ich finde, dass Jerks auch eins der besten Formate ist, was es zurzeit im deutschen Fernsehen gibt. Viel Fremdschämen. Naja, aber allerletzter Punkt, ernsthaft, mehr Kreativität im Content den Bundesligisten produzieren, da sind andere besser. Ja klar, aber das ist doch so gut. Dann haben wir noch was zu tun. Also wir haben große Schritte gemacht und das ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle eine Ressourcenfrage. Ja, wenn du dir so viele Mitarbeiter für eine Medienabteilung leisten kannst wie der FC Bayern, dann könnte da ruhig ein bisschen mehr Kreativität rausspringen. Wir müssen out of the box denken. Ich finde, wir werden da immer sehr viel besser. Über Maurice Sonnefeld habe ich schon gesprochen und das Team, was dahinter steht. Ja, wir müssen auch investieren. Wir müssen wachsen. Wir brauchen mehr und noch viel intensiver und besseren Videocontent, aber das wird. Und wir wissen, dass das ein Fokus ist, der für uns komplett wichtig ist. Das, was du gesagt hast, sind natürlich auch andere Medienlandschaften. Ne? Also wenn du es vergleichst, jemand wie James, der macht das auch selber, der geht dann auf Menu zu und Menu macht es dann mit. Ja, wir haben halt die große Herausforderung, wir müssen es aus uns heraus entwickeln, weil es kommt nicht alle Tage ein Christian Ulm um die Ecke und fragt, ob Hertha BSC irgendwo mitmachen will. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber die Zeit drängt, und viel Erfolg heute Abend. Vielen Dank, Paul. Danke sehr. Danke.